Herzlich willkommen im neuen FCN-Fanshop in der Lenkersheimer Straße 6. Endlich gibt es eine neue große Filiale. Neben einer 180 Quadratmeter großen Verkaufsfläche für die FCN-Artikel ist hier auch viel Platz, um alle Artikel zu lagern und zu verwalten. Eine große Weiterentwicklung, die schon lange geplant war. Dieser Standort hier nähe Siegmundstraße, da suchen wir eigentlich, der Motzig und ich, seit fast 8 Jahren. Man kann es kaum glauben, es hat sich immer wieder zerschlagen und dann kam auch ein Abstieg dazwischen. Dann sucht man ja eigentlich auch nicht gerade auf Erweiterung. Und deswegen sind wir sehr froh, dass es jetzt endlich geklappt hat, nämlich eine Kombination aus Lagerabverkauf, Lagerverkauf, Verwaltung, vernünftige Arbeitsplätze für unsere Mitarbeiter. Das war auch sehr, sehr wichtig. Und der gesamte Online-Vertrieb, hier alles unter einem Dach, wird von hier aus gemacht. Das ist die nächste Besonderheit. Hier gibt es auch Platz für 8 Büros und für die Mitarbeiter der FCN Marketing GmbH. Bis vor kurzem haben wir den gesamten Online-Vertrieb, der mittlerweile einen sehr hohen Anteil am Gesamtumsatz hat, aus dem Keller in der Lüdenstraße durchgeführt. Also unglaubliche Zustände und auch die Arbeitsplätze der Buchhaltung, der Geschäftsleitung von unserer Tochter war wirklich auf sehr eng und begrenzten Raum. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir das hier machen können an einem Standort, den auch unsere Kunden, unsere Fans mit dem Auto super erreichen können, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also Parkplätze kostenfrei vor der Tür. Zur Eröffnung schaute am Samstag Markus Vollner vorbei und gab fleißig Autogramme. Der neue Fanshop gefällt auch dem Clubprofi. Ja, ich denke, dass das eine schöne Sache ist, vor allem vor Weihnachten dann so einen Shop zu eröffnen. Da haben die Leute dann genug Möglichkeiten einzukaufen, Geschenke für ihre Lieben zu kaufen und uns zu unterstützen. Ein kleines vorgezogenes Geschenk ist für viele Clubfans natürlich auch das Treffen mit Markus Vollner. Trotz der sportlich angespannten Situation muntern die Fans den Clubspieler auf. Ganz abschalten vom Fußball kann der aber nicht. Nein, man denkt da immer wieder im Laufe des Tages dran. Das ist einfach so. Das ist unsere Situation. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Aber ich denke, dass wir gezeigt haben, dass wir auf einem richtig guten Weg sind, wie wir die letzten 2 Spiele aufgetreten sind. Ich denke, das ist ein deutliches Zeichen, dass die Mannschaft unbedingt will und dass sie sich das auch verdient hat, den ersten Sieg zu holen. Jubelbilder würden die Fans auch gerne wieder in echt sehen. Vorher decken sie sich aber noch schnell mit den Fanartikeln aus dem neuen Shop in der Lenkersheimer Straße ein. Bei den Preisen kein Wunder. Bei so viel Fanunterstützung sollte gegen Wolfsburg doch dann der erhoffte erste Saisondreier drin sein.